sind jetzt an der Universität in Düsseldorf und auf dem Weg ins Institut für Pflanzengenetik und haben uns dort verabredet mit der Leiterin, der Professorin Maria von Korff-Schmiesing. Und sie wird uns vielleicht einige Antworten darauf geben, was der Landwirt Wolfgang Waffenschmidt in unserem letzten Interview gefragt hatte, welche Wünsche er an die Wissenschaft hatte. Und wir sind schon sehr gespannt auf ihre Antworten. Vielen Dank, dass du für ein kurzes Interview zur Verfügung stehst. Hier auch schon meine erste Frage. Auch im letzten Jahr war es wieder extrem trocken und Landwirte beklagen Schäden und Ernteausfälle. Ist es möglich, zukünftig Pflanzen zu züchten, die an diese neuen Klimabedingungen angepasst sind? Ja, das ist sicher möglich und wird auch schon getan. Die für uns wichtigen Getreide wie Mais, Gerste, Weizen werden bereits im Mittelmeerraum angebaut und sind dort an heißere und trockenere Standorte angepasst. Die Gerste und der Weizen wurden außerdem im fruchtbaren Halbmond, das heißt im Nahen Osten, domestiziert und werden auch heute noch dort angebaut. Jetzt ist es aber so, dass wir diese Sorten nicht einfach in Deutschland anbauen können, denn die Klimabedingungen unterscheiden sich immer noch stark zwischen Deutschland und dem Mittelmeerraum. Was wir aber machen können, ist, wir können diese Linien, diese Sorten nehmen und nutzen für die Züchtung, also für die Einkreuzung in unsere Hochleistungssorten, unsere deutschen, um deren Trockenstresstoleranz zu verbessern. Die Herausforderung ist tatsächlich, Sorten zu züchten, die trockenstresstolerant sind und gleichzeitig einen hohen Ertrag erbringen. Und das ist die Herausforderung der Züchtung. Und wir haben Ressourcen, die wir nutzen können für diese Züchtung. Okay, vielen Dank dafür. Und wie geht die Wissenschaft dabei vor? Was sind vielversprechende Ansätze und was kann CEPLAS dazu beitragen? Die Wissenschaftler, vor allem die Wissenschaftler in CEPLAS, die vielfach Genetiker sind, interessieren sich vor allem dafür, welche Merkmale und welche zugrunde liegenden Genvarianten den Pflanzen helfen, sich an Trockenstress anzupassen. Das heißt, wir möchten herausfinden, welche genetischen Unterschiede Pflanzen aufweisen, die besser an Trockenstress angepasst sind als andere. Dieses Wissen kann dann genutzt werden für die gezielte Züchtung von trockenstresstoleranten Linien. Das heißt, dann muss der Züchter nicht mehr auf Merkmale selektieren, sondern kann mithilfe von genetischen Markern, also genetische Variationen nachverfolgen, verbesserte Linien züchten. Das ist etwas, das viel Zeit und Arbeit dem Züchter ersparen kann. Das ist ein Ansatz, wie die Wissenschaft tatsächlich helfen kann, verbesserte Sorten zu züchten. Ja, in unserem letzten Interview wünscht sich der Landwirt Wolfgang Waffenschmidt, dass trockenresistente Pflanzen gleichzeitig auch krankheits- und schädlingsresistent sind und zudem einen hohen Ertrag erzielen können. Ist solch eine eierlegende Wollmilchsau realistisch? Ja, ich hatte gerade schon erwähnt, dass es tatsächlich genau die Herausforderung ist, nämlich Pflanzen zu züchten, die stresstolerant sind. Und hierbei kann das abiotischer, also Trocken-Hitzestress sein und auch biotischer Stress, das wären Krankheitserreger, und gleichzeitig einen hohen Ertrag erbringen. Denn wenn Pflanzen Ressourcen nutzen für eine Toleranz, also sie müssen bestimmte Stoffe produzieren zum Beispiel, um sich gegen Krankheitserreger zu schützen, dann können diese Ressourcen nicht für den Ertrag genutzt werden. Das heißt, hier spricht man von so einer Art Trade-off. Also die Pflanze investiert entweder in Schutzmechanismen oder aber in die Fortpflanzung. Das klingt jetzt so, als ob das sich ganz ausschließen würde. So ist es nicht. Ich denke, dass man beides optimieren kann. Also man kann sicher nicht die perfekte Pflanze züchten, die rundum geschützt ist und dann noch einen hohen Ertrag erzielt. Aber man kann Linien züchten, die einen guten Schutz haben und gleichzeitig einen optimalen Ertrag. Da bin ich optimistisch. Ja, das sind ja ganz gute Aussichten. Vielen Dank für diesen kurzen Einblick in die Forschung und alles Gute.